Richtfest am Ziegelsee. Der SWG-Rohbau im Hafenquartier ist abgeschlossen. 7 Stockwerke thronen bereits über dem See und dem stetig wachsenden Villenviertel. 26 Wohnungen, alle größer als 100 Quadratmeter, in bester Lage. Aufzug, Fußbodenheizung, bodentiefe Fenster, riesige Balkone mit traumhaftem Ausblick inklusive. Nachdem der Winter seinen Tribut an Verzögerung forderte, kam die Baustelle wieder in Schwung. Zweifellos ein Prestigeobjekt für die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft, die mehr als 9000 Wohnungen aller Preislagen verwaltet. Fast alle Wohnungen der neuen Stadtvilla, genannt HQ9, sind bereits vermittelt. Wir haben aber wirklich die Überlegung dabei gehabt, dass wir als Genossenschaft ja eigentlich nur einen Bestand haben, der bis hin Ende der 80er Jahre, also 89, gebaut wurde. Dann kam eine große Pause, bis auf eine kleine Ausnahme altengerechter Wohnungen. Aber wir denken, wir haben zwar mit dem Stadtumbau sehr viel erreicht und auch in den Großwohnsiedlungen viel geschaffen, aber wir müssen auch als Genossenschaft, an attraktiven Standorten was anbieten können für unsere Mitglieder. Und das ist hier das Beispiel, das beste Beispiel, denke ich, weil es aus meiner Sicht schönste Standort ist, unmittelbar an der Hafenkante hier am Ziegelsee, dass wir hier auch vertreten sind, dass wir unseren Mitgliedern also auch solche Wohnungen anbieten können. Zur Fertigstellung des 5,5 Millionen Euro teuren Baus Ende des Jahres wird dann ganz sicher auch die nahe Uferpromenade fertiggestellt werden. Mit viel Platz für weitere Hingucker, Villen, Wohnungen oder Bootsanleger. Vieles ist denkbar im Hafenquartier am Ziegelsee.